Mann, dunkel. Weil ich sie gerade hier habe, ja, und weil ich es, genau, klasse, weil ich sie gerade hier habe und weil ich gerade sehe, die Brille. Freunde, Freunde, es ist doch jetzt der erste Ruhetag morgen bei der Vuelta. Und anfangs hatte ich ja gesagt, ich mache es doch nur ganz schnell. Tipp mir mal den Sieger des Mannschaftszeitfahrens, der ersten Etappe der Vuelta 2019. Weil es ja so ist, wenn einer was sagt, Banesto hat leider nicht gewonnen und der Rest hat Jumbo-Visma getippt. Leider Gottes, so möchte man natürlich nicht rausgehen und diesen Sturz, den die da hatten, hat ihnen die 40 Sekunden mal locker gekostet. Also die haben nicht gewonnen und somit habt ihr auch nicht gewonnen. Aber ich will die jetzt hier nicht behalten. Das heißt, die Brille geht jetzt raus. Und zwar geht die raus am ersten Ruhetag. Habt ihr jetzt nochmal die Chance, den gesamten Ruhetag lang zu tippen, wer denn der Gesamtsieger der Vuelta wird. Ja? Ist ja auch ein Tipp, ja, und ihr könnt jetzt tippen bis zur 12. Etappe. Okay? Bis zur 12. Etappe könnt ihr tippen. Das heißt, es war heute, glaube ich, die 9., 10., 11., 12. Wer gewinnt die Vuelta 2019? Und dann aus den Siegern gibt es dann die KOM-Brille. Okay, das wollte ich nur mal sagen, dass die nicht einfach so runtergeht, sondern die wird weggegeben. Aber ja, wenn keiner das richtig getippt hat und den Sieger einen, werdet ihr richtig tippen. Okay, das war nur ein kurzes Update zur Brille. Ja, viel Spaß, viel Glück, Dankeschön und ride on.